Aber siehst du es, da kommst du durch. Mauern. Da kommst du durch. Verrückt. Da kommst du durch mit deiner Kamera. Wo sind die? Ja, da geht's in die Stückchen rein. Dieser Kern ist gemauert. Ja, eindeutig. Das ist alles gemauert, der ganze Kern ist gemauert. Und ihr seht auch, wie das, der Baum hat sich den Kern eigentlich schon zu eigen gemacht. Ja. Und hier auch. Was geht denn hier ab? Alter, was ist mit meiner Kamera passiert? Gar nicht mehr, oder? Wow. Was geht denn hier ab? Wow. Was ist hier los? Ich hab keine Ahnung. Ey, was ist hier los? Guck mal, die Kamera, die wackelt voll. Vibrations, ja. Hier ist irgendwas. Also hier passieren seltsame Dinge mit meiner GoPro. Ja, dieser Ort ist sehr, sehr seltsam. Ich bin heute im Südschwarzwald bei Lörrach in der Gegend und der Franz, der hat eine richtig große Anlage entdeckt und die werden wir jetzt gemeinsam erkunden. Hier beginnt ein Plateau mit zwei Stufen. Ja, hier hat es jede Menge Hügel, die hier schön angeordnet liegen. Hier sieht man noch Festungsmauern von dieser Anlage, die hier umschlungen ist. Hier ist ein kreisrunder Wall. Auf der Schimmerungskarte sieht der kreisrund aus. Ja, alles angelegte Hügel. Ja, und da vorne geht's weiter. Es hat heute Nacht geregnet. Es ist ziemlich rutschig. Wir sind hier nur am Rutschen die ganze Zeit. Rutschen die Hänge runter. Da sieht man auch überall Mauerwerk. Und jetzt haben wir das jetzt ein Kern, der zieht sich so nach hinten. Oh, den schauen wir uns jetzt mal an. Jede Menge Kerns hier vorne. Ganz viele, ja. Gehen wir jetzt mal hoch. Ja, der hat auch schon so eine L-Form. Ja, der hat eine L-Form, dieser Kern. So, da sind wir eigentlich mitten verpackt in der Anlage. Jetzt sind wir auf dem Kern drauf. Oh ja, hier. Da ist das Bohrloch. Wow, da hat einer reinbohrt. Da wollte jemand wissen, ob es da tiefer runter geht. Ob es da tiefer runter geht. Ja. Naja. Gut, ist jetzt wieder zugemacht worden. Also das Loch wurde wieder zugestopft. Da können wir jetzt nichts ablassen. Schwierig zu sagen, wo da der Eingang ist. Vielleicht hat er das hier auch nochmal probiert. Da war bestimmt so ein Thresher-Hunter. Wow, schaut euch mal diese großen Hügel hier an. Verrückt. Das ist alles hier mit Mauer, da vorne kommt jetzt die Mauer. Ich will hier nicht gestört. Dieser Kern ist gemauert. Naja, eindeutig. Das ist alles gemauert, der ganze,
Der ganze Kern ist schon gemauert. Ne? Und ihr seht auch, wie das, der Baum hat sich den Kern eigentlich schon zu eigen gemacht. Ja. Und ihr auch. Wahnsinn. Und hier ist auch einer. Das müsste auch ein Kern sein. Was hier schön ist, ist einfach, du siehst einfach, dass hier ein Weg nach oben geht. Siehst du das? Das ist wie eine Rampe. Siehst du das? So nach unten. Mhm. Ja, da vorne beginnt es ja. Das ist auch gemauert alles. Ja. Da vorne beginnt die Rampe, ja. Überall Steine. Also ja, das habe ich jetzt entdeckt gehabt. Sieht man auch die Schraffuren. Und das ist sehr, sehr komisch hier, die zwei. Aber das ist auch wieder unser Muster, weißt du? Ja, definitiv. Riesen. Eigentlich fast schon eine Stele, ne? Das wird nochmal. Umdrehen. Ja. Auf der anderen Seite hast du es auch gut. Mhm. Ja. Das mal weggemacht hier. Hast du es auch überall. Ja. Und es kommt ganz klar von dem Steinbruch hier. An solchen Orten wachsen ja meistens Riesenbäume wie diese Douglasie. Ja, das ist ein energetischer Platz. Eindeutig. Umgeben von Kerns überall. Ja, in der Mitte. Steht diese Douglasie, was hat die für einen Umfang? Was würdest du schätzen? 3 Meter? Kommt hin. Na, 4 Meter Umfang. 4-5 Meter Umfang. Schaut euch mal diesen gigantischen Hügel an. Wahnsinn. Was für ein riesen Bauwerk. Wow, was für Steinplatten hier liegen. Hier haben wir jetzt Mauerwerk auch nochmal hier auf der Seite. Da ist noch ein Mauerwerk. Da haben wir, ich glaube, dass das hier mal auch eine Kamera oder vielleicht auch ein Ritualplatz. Ja, wenn, dann war die Kamera unten. Der Kaventsmann hier. Der Block, ja, den haben sie, der ist megalithisch. Den haben sie liegen gelassen, ja. Und hier oben haben wir überall nochmal die Steine. Da vorne, der hier, der ist auch interessant. Und hier unten ist das Mauerwerk, siehst du das? Mhm. Ist eine sehr alte Anlage. Ja, die ist ziemlich alt. Wenn es richtig regnet, dann sammelt sich hier das Wasser in den Mulden. Ja? Also wie das aussieht, wurde dieser Stein getrennt. Hier liegt das Stück. Ja, wenn man den genau anschaut, sieht er wieder aus wie eine Rune. Ne? Wenn man den Stein jetzt drehen würde, hätten wir die Rune Uruz wieder. Hm, interessant. Da vorne ist auch alles Mauerwerk, gell? Alles Mauerwerk hier, ja. Da hinten, Franz. Da müssen wir auch noch hin. Da gehen wir auch hin. Ja, ja. Alles aufmauert. Und mit dem Schaber gibt es hinten raus ein bisschen ab.
Also ich habe halt das Gefühl, dass das so ein Ritualplatz war. Ja? Dass das früher mal oder später als Ritualplatz genutzt wurde. Weil hier sammelt sich auch immer Wasser, hier unten, wenn es mal richtig geregnet hat. Da hat der Franzmann einen Sensationsfund gemacht. Eine wirklich tolle Anlage. So, hier kommen wieder Mauern. Genau, hier haben wir Mauern. Der ganze Hügel ist gemauert. Das ist alles gemauert, ja. Aber nach der Erosion der Steine, guck mal, die brechen schon, ist das echt ziemlich alt. Das ist Wahnsinn. Hier, das ist wirklich alt. Also hier. Siehst du immer, wenn das Moos dann plötzlich kommt, gell? Dass das hier alles gemauert ist. Also trocken gemauert. Aber ist schon so alt, dass es eigentlich fast schon zerfällt. Ne? Ja, hier genauso. Ja, hier auch, ja. Wir wollen noch Mauernreste. Der Kern ist locker 6-7 Meter hoch. Der ist 6-7 Meter hoch, ja. Ja, das kommt hin. Steinbruch. Du siehst, wie von oben die Erde nach unten ist. Ne? Ist alles zu. Hier oben mache ich gleich noch die Steine, aber unser Fischleben ist da hinten. Ne? Da stehe ich auf einer großen Platte gerade, ja. Und da geht's auch rein. Da unten geht's rein, guck. Hier geht's rein, aber hier haben wir unser Fischgrätenmuster. Oder ist Grautlohr Fischgrätenmuster. Bernd. Bernd sein Fischgräten. Bernd, hier gibt's jede Menge Fischgrätenmuster. Falls du das Video anguckst. Ja. Da geht es auch rein. Also hier sieht man, dass sie wieder von oben nach unten abgebaut haben oder dass das Ding zugeschüttet worden ist. Also hier sieht man jetzt den Steinbruch von oben. Und das sind auch die ganzen Kerns und die ganzen Hügels. Oder Hügel. Und wieder abseilen hier. In den matschigen Boden. Ja, ist alles gemauert. Uralt, aber sieht man ganz klar. Ja, eindeutig gelegt. Das ist eindeutig gelegt. Ja, ja, schön sauber gelegt sogar. Das kann keiner mehr bestreiten. Also nicht irgendwie durcheinander geworfen, sondern schön sauber gelegt, ja. Ja. Ja, auch, ja. Und wahrscheinlich hier komplett der ganze Berg. Oder der ganze Kern. Da sieht man es auch hier nochmal. Das sind alles die Steine. Mit den Steinen aus dem Steinbruch hat man die Kerns dann gebaut. Ja. Ja, das Baumaterial war immer vor Ort. Deswegen waren ja die Anlagen. Sollen wir auf den Kern nochmal hoch vielleicht? Sieht man schon künstlich angelegt. Ja. Und vielleicht hier war jetzt die Mauer, die wir da unten gesehen haben. Radweg.
eine drin. Ne? Okay. Was da hochkommt. So, hier ist auch noch eine Anlage. Da schauen wir jetzt mal rein. Was wir hier finden. Wow. Ja, hier hat es auch Mauern. Ja, ja, richtig große. Also ist das ja auch ein großer Kern. Der hier, dieser Weg führt genau zu diesem Kern. Super, ey. Ja. Klasse, weil hier war ich nämlich selber noch nicht. Es kreist rund die Anlage. Überall Mauern hier. Alles voll. Hier hat wieder ein eingefallenes Loch. Wer weiß, ob es hier tiefer hineinging. Ja, ist alles unberührte Natur hier. Das ist echt mega hier. Siehst du auch Schraffuren? Ja. Ja, immer. Stein mit Schraffuren, vielleicht ist es ein Grenzstein. Ganz alter, ja. Kannst du mal abkratzen hier? Ja. Dann vielleicht steht da ein Datum. Ich hab noch alles da hier. Aber es geht nicht. Doch, geht ein bisschen, ja. Nee, da steht jetzt nichts. Steht nichts, ne? Das steht auch nicht, nur da oben. Ja, nur die Schraffuren wieder. Die sind schön lang gezogen, guck. Ja. Aber siehst du da, das ist schon, und drüben habe ich auch das Gefühl gehabt, dass das. Man müsste das mal untersuchen, ob du da. Wie alt das ist, guck mal, das hat ja gar keine scharfen Kanten mehr, das ist ja. Ja. Das ist richtig abgerundet. Aber ist. Also liegt das hier schon irgendwie ein paar hundert immer, Jahre oder. Aber hier sieht man, dass es das immer so einen Kopf hat, siehst du? Siehst du hier oben? Bei jedem einzelnen Strich hat es irgendwie so einen Kopf. Du erkennst es ja schon, Meißelspuren, die mit Hammer gemeißelt sind. Die sind meistens so kurze Schläge und die langgezogenen, die hat man meistens mit Maschinen gemacht. So, dieser Hang hier, der ist komplett gestuft. Hier ist die erste Stufe und weiter unten, wenn ihr hier runter schaut, geht es hier stufenartig immer weiter nach unten. Ja, hier liegen jede Menge Steine. Hier ist alles gemauert worden damals. Hier war vielleicht vorher mal ein Baum, der ist vielleicht umgekracht. Ja, aber das ist es eindeutig, da ist alles Mauerwerk, dass hier alles Mauern sind. Ja. Schön geschichtet bis nach oben. Also ein ganzer Kern, der jetzt bis davor geht. Ja. Was geht denn hier ab? Alter, was ist mit meiner Kamera passiert? Geht gar nichts mehr, oder? Wow! Was geht denn hier ab? Guck dir das mal an. Wackelt alles. Was geht hier ja, ab? Das ist ja wirklich komisch. Ne? Boah. Was ist hier los? Ich hab keine Ahnung. Ey, was ist hier los? Guck mal, die Kamera, die wackelt voll. Vibrations, ja. Hier ist irgendwas.
Oh, da hat schon jemand gebuddelt. Das war ich. Das warst du. Und hier, gut. Aber ich habe nur das Mosaik gemacht. Ha, ja. Aber siehst du es, da kommst du durch. Mauern. Da kommst du durch. Verrückt. Da kommst du durch in deiner Kamera. Wo sind die? Ja, da geht's in die Stückchen rein. Ja, überall Mauern. Da oben auch. Das ist alles Mauerwerk. Aber hier kommt ein Mauerwerk. Das ist ein schön langgezogener Kern. Da vorne sind die Mauern, die schön rausragen. Der zieht sich hier entlang. Und hier schließt er ab. Ey, schon wieder! Wieder diese Anomalie. Ja. Also hier passieren seltsame Dinge mit meiner GoPro. Ja, dieser Ort ist sehr, sehr seltsam. Da hat der Franz wirklich eine tolle Anlage entdeckt hier. Also die Kammern, die sind verschüttet, die werden wir auf jeden Fall so nicht finden. Dann brauchen wir ein Bodenradar. Alles geht jetzt so schön nach oben hier. Ja, Franz steht jetzt auf einem Kern. Das ist der nächste. Wobei, hier habe ich noch kein Mauerwerk gefunden. Alle Kerns habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das geht dann hier auch zu Ende, glaube ich. Hier unten vielleicht noch. Ja, wir haben gerade einen interessanten Stein gefunden. Ja, hat irgendwie eine Form. Ja, auf jeden Fall ist der hier anscheinend auch bearbeitet worden, ne? Oder da oben. Ja, definitiv. Ja. Den hat man so in Form gebracht. Ja, diese Steinplatten haben wahrscheinlich die Waldarbeiter aus dem Wald rausgezogen von der Anlage. Ganz sicher. Ja, eindeutig. Auch dieser Stein hier wurde bearbeitet. Symbolisiert auf jeden Fall etwas, ne? Diese Steinplatten. Sollte man hinstellen als Symbol. Dieses Plateau hier, hochgestockt, sieht auf der Schimmerungskarte, als wäre es kreisrund. Ja, schön zu sehen. Alles hochgestockt aus Steinen. Und hier genauso. Diese Hügel können auch noch zu dieser Anlage. Und da vorne sind sie schon gestuft nach oben.